Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das charmante Hotelrestaurant Waldesruh am See in Aumühle. Genuss mit bestem Gewissen bei kreativen Spezialitäten aus der Region, auf der weitläufigen Außenterrasse oder in den frisch renovierten Räumen des historischen Hauses. Ein idealer Kurzurlaub am Rande des Sachsenwaldes für ein paar Stunden Erholung. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Moderatorin Bettina Tietjen. Ahoi Bettina. Ahoi Lars. Liebe Bettina, für viele Hamburgerinnen und Hamburger ist der Urlaub vorbei. Für dich im Fernsehen allerdings nicht wirklich. Im NDR-Fernsehen bist du mit Tietjen campt zu sehen. Wie war denn dein ganz persönlicher Campingsommer 2021? Also mein Campingsommer privat jetzt oder der im Fernsehen? Ja. Nee, erstmal privat. Wir steigern uns dann. Ja, ich kann das kaum voneinander noch unterscheiden. Ich kann das kaum noch auseinanderhalten, das private Camping und das im Fernsehen. Ist dein Leben mittlerweile wie bei Big Brother? Du hast jetzt überall Kameras installiert und der NDR macht irgendeine Sendung draus oder wie läuft das? Nein, es ist aber wirklich so, das ist ja mein persönliches Auto. Es ist ja unser Auto, was mein Mann ausgebaut hat, mit dem wir immer auch in Urlaub fahren. Und jetzt sagt mein Mann schon, wenn Tietjen campt, also es lief ja erst einmal, es wird aber auch getrailert, wenn unser Auto im Fernsehen erscheint, sagt mein Mann immer, mein Auto. Das ist ja mein Auto im Fernsehen. Also es ist so, er wollte das ja eigentlich nicht, aber ich habe ihn dann überredet und jetzt fahre ich halt mit diesem Auto los. Und diese Sendung Tietjen Camp macht so einen Spaß, dass ich das Gefühl habe, es ist eben meine Freizeit. Nein, aber in meiner wirklichen Freizeit war ich 4 Wochen unterwegs mit meinem Mann, jetzt gerade Juni, Juli, 3 Wochen davon auf Korsika. Wir fahren immer so gemütlich hin und gemütlich zurück und waren aber 3 Wochen. Mit dem Auto auf Korsika gewesen? Ja, immer machen wir immer. Das heißt, man fährt mit der Fähre, wo fährt man da rüber? Also diesmal sind wir von Livorno gefahren, man kann aber auch von Genua fahren, von Toulon fahren, von Savona, also es gibt 1000 Möglichkeiten, mit der Fähre darüber zu fahren. Und von Livorno fährt man 4 Stunden und dann ist man da. Und die Insel ist ja so vielfältig, wir waren da schon zigmal. Man kriegt dann immer so einen Aufkleber hinten drauf auf der Fähre, Corsica Ferries mit der Jahreszahl. Und wir haben inzwischen schon die ganze Scheibe voll mit Corsica Ferries Aufklebern. Von 2000 bis jetzt der neueste 2021. Bist du so ein Gewohnheitsurlauber? Ich dachte, nein. Campen würde ja eigentlich frei machen. Man kann ja überall hinfahren und du fährst ja dann auch immer nach Korsika? Nein, ich fahre nicht immer nach Korsika. Wir fahren jedes zweite Jahr nach Korsika. Das haben wir uns irgendwann mal, nachdem wir das erste Mal da waren, vorgenommen. Die Insel ist unheimlich schön und ganz vielseitig und man entdeckt immer wieder neue Sachen und neue Orte und neue kleine Geheimtipps. Das ist nicht so, dass wir immer an dieselben Orte fahren. Wir haben so ein paar Lieblingsorte auf Korsika, aber wir machen auch immer wieder was Neues. Da gibt es ja Berge ohne Ende, kleine Dörfer, lange Strände, kleine Buchten, raue Landschaft, liebliche Landschaft. Es gibt wirklich alles. Und deswegen fahren wir da jedes zweite Jahr hin und die in dem Jahr dazwischen machen wir immer was Neues, was wir noch nicht kennen. Wenn du so weiterredest, kriegst du bald so eine Tourismusnadel irgendwie von Korsika oder wirst Ehrenkorsin oder irgendwie sowas. Was hast du denn jetzt auf Korsika entdeckt? Gib doch mal Tipps. Was hast du denn da jetzt ganz Neues entdeckt? Ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen Campingplatz entdeckt, wo wir noch nie waren vorher, der in einer Ecke liegt im Südosten, die eigentlich immer sehr voll ist, weil da sehr viele Franzosen sind. Und wenn die Franzosen Urlaub bekommen, dann schwärmen die ja alle gleichzeitig aus. Und wir waren diesmal aber vor den Franzosen da, also bevor die Hauptferien begannen. Und das war wunderschön. Das war eine ganz tolle Bucht. Ich weiß nicht, kann ich ruhig sagen, California heißt der Platz. Mhm. Camping California. Mhm. Da waren auch viele Deutsche mit kleinen Kindern, weil das so eine ganz liebliche Bucht ist, wo das Wasser ganz, ganz flach reingeht. Glasklares Wasser, sieht aus wie in der Südsee. Und da gibt es 2 Campingplätze. Einer ist so ein zur einen Hälfte Nackt-Camping, also Nudisten, FKK-Campingplatz. Da warst du nicht, oder doch?
Nee, da waren wir nicht, den haben wir später entdeckt. Da kann man aber wunderbar direkt vorne am Strand stehen. Also da werden wir auf jeden Fall irgendwann mal hin. Aber vorne am Strand, das waren nicht die Nacktplätze. Die waren alle angezogen, die Leute. Aber die zwei andere Hälfte war für Nacktem. Also man schlief in einem immer, also auf, spätestens wenn man auf dem Wasser unterwegs war, auf dem Stand-Up-Paddle, dann paddelten einem auch immer so ein paar Nackte entgegen. Du machst Stand-Up-Paddling? Ich hatte ja große Probleme. Ich kann ja sowieso kaum gleich, ich bin ja schon froh, wenn ich geradeaus gehe, auch ohne Alkohol. aber ich kann mich auf so einem wackeligen Ding kann ich mich überhaupt nicht halten. Das kriegst du hin. Ja, habe ich aber auch lange zu gebraucht, muss ich sagen. Ich habe überhaupt kein gutes Gleichgewichtsgefühl. Ja. Schon als Kind konnte ich das nicht balancieren. Es ist ganz merkwürdig. Ja, nee, aber also dafür war ich auch gut in Mathe und Eckenrechnen. Ja. Ja, in Mathe war ich allerdings auch ganz gut. Aber trotzdem, das mit dem Paddeln, du darfst es nicht aufgeben. Du musst dranbleiben und immer dann üben, wenn das Wasser ganz, ganz glatt ist. Also auf einem See oder irgendwo auf einem Fleet, Alsterfleet, da wirklich, wo keine Wellen sind. Man darf es nicht bei Wellengang probieren. Richtigen Klamotten, weil du so selbstbewusst bist, dass du sagst, du fällst eh nicht rein oder dann doch im Badeanzug? Im Bikini, das ist ja viel zu heiß. Also Klamotten, das wäre auch zu riskant. Ich falle schon ab und zu mal rein. Also diesmal wollte mein Mann, er sollte vorteilhafte Fotos von mir machen, was im Bikini schon schwierig ist, aber dann hat er sehr lange gebraucht und dann hat er so lange gebraucht, bis ich am Ende dann doch reingefallen bin. aber mein Trick ist ja, wenn es zu wellig ist, also es war viel Wind auf Korsika, es war teilweise wirklich viel zu wellig für mich jetzt, ne? Und dann habe ich mich einfach gesetzt. Dann setze ich mich und paddel im Sitzen. Das macht auch Spaß. Sag mal, wie ist denn das? Ich sag mal, das ist ja nicht nur ein Zuckerschlecken da mit dem Pulli quasi runterfahren. Wie viele Stunden fährt man da runter? Da macht man ja mehrere Pausen. Wie habe ich mir das vorzustellen? Singst du dann aus der Mundorgel deinem Mann was vor? Oder ich sag mal, mit NDR 2 ist ja hinter Kassel Schluss. Was macht ihr da? Aus der Mundorgel. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Mein Mann, wir hören viel Radio, ne? Wir hören was es so unterwegs gibt. Allerdings ist unser Auto ja sehr laut und ist ja ein ganz altes Auto, der ist ja 21 Jahre alt und wenn man dann, das ist anstrengend auf Dauer mit dem Radio, weil man muss es sehr, sehr laut stellen, um was zu verstehen und die Boxen sind auch nicht mehr die neuesten. Nö, wir hören ein bisschen Radio, wir unterhalten uns, ich lese ihm manchmal was vor, so lese ich im Handy lese ich Zeitungen und dann entdecke ich irgendwas, interessante Artikel, lese ich ihm vor. Nö, langweilig ist das nicht. Wir fahren aber, sagen wir mal, also wir sind in zwei Etappen gefahren. Einmal haben wir am Chiemsee übernachtet, was übrigens sehr lustig war, weil am Chiemsee war schon die Frau an der Rezeption, da kommt man ja nicht drauf, am Chiemsee auf einem kleinen Campingplatz, die Frau an der Rezeption kam aus Celle, hat mich sofort erkannt und gesagt, das darf man vielleicht gar nicht sagen, oder? Sie meinte, sag mal, was hast du so sonst gekriegt? Nee, sie meinte, Impfausweis brauchen Sie nicht zeigen. Ich glaube Ihnen auch so. Ach gut, Prominente sind erstmal alle durchgeimpft, schon mal von vornherein. Okay. Ich war natürlich auch schon. Ne? Aber ich brauchte den Beweis nicht vorzeigen. Dann war die Campingplatzbesitzerin auch aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein. Und dann, obwohl das Restaurant, diese Biergarten, in dem wir dann was gegessen haben, total leer war, da waren zwei Tische besetzt, rief uns sofort ein Mann aus der Ecke zu, der Norden kommt. Und dann sagte die Bedienung, ja, für Sie ist schon Platz reserviert. Sind Sie die Dame aus dem Fernsehen? Ich hätte mich totlachen können. Also das war Chiemsee. Dann waren wir noch an der in Italien, auch sehr schön, in der Nähe von Via Reggio. Da auf so einem kleinen Platz, auch ganz schöner Strand, so ein typisch italienischer Campingplatz. Ich liebe ja die italienischen Campingplätze. Die sind ja wie so kleine Dörfer. Die Italiener sind ja auch begeisterte Dauercamper. Und die haben dann machen das ganz schön. Das sind immer so 1000 Blumen und Blumenampeln und haben dann ihre Küchen da draußen und überall Lichterketten und so. Das ist ganz, ganz süß ist das so. Und dann kann man immer toll essen natürlich in Italien, auch auf den Campingplätzen. Also da waren wir und dann sind wir, dann haben wir die Fähre genommen. Also, und auf dem Rückweg haben wir einmal in der Rhön übernachtet. Das war uns auch sehr, sehr schön. Auch auf einem Campingplatz. Verrückt. Also ich mag dieses Reisen. Ne? Also dieses in Deutschland auch einfach mal entdecken, was gibt es hier so? Was gibt es für Möglichkeiten? Wo man so, was für eine Art von Camping in Deutschland üblich ist. Und das finde ich immer ganz spannend. Wirst du auf Korsika denn auch erkannt? Waren da auch Norddeutsche? Und wie ist das denn dann? Weil ich sag mal, beim Campen ist man ja doch irgendwie der Natur näher. Man geht möglicherweise mit der Klorolle auch Richtung Klo. Wirst du in solchen Situationen dann auch angesprochen? Ja, schon ab und zu. Aber je weiter man nach Süden kommt, desto weniger. Also auf Korsika ist es auch so, dass da die Leute, viele, die da hinfahren, sind so
Die interessieren sich jetzt nicht so dafür, dass Frau Tietjen da aus dem Fernsehen ist. Und wenn, dann springen sie eigentlich an. Also einmal bin ich auf Korsika angesprochen worden. Ein einziges Mal. Und zwar von einer Dame, die kam, glaube ich, auch aus dem Norden. Die sagte jedenfalls, die kannte die Sendung. Und die sagte, wissen Sie, woran ich Sie erkannt habe, Frau Tietjen? Als erstes an der Tischdecke. Weil ich nämlich diese Tischdecke, ich habe immer dieselbe, also mein Mann und ich haben keine Tischdecke, wir benutzen eigentlich keine Tischdecke und auch keine Fußmatte und Lichterketten und sowas haben wir alles nicht. Aber durch die Sendung, um das ein bisschen netter zu machen, haben wir halt solche Requisiten, die ich immer dabei habe. Und da habe ich gesagt, Leute, kann ich die Tischdecke nicht mitnehmen in Urlaub und die Lichterkette? Und da haben sie mir das geliehen und dann wurde ich direkt an dieser Tischdecke erkannt. Jetzt machst du ja Tietjen Kämmt, haben wir ja schon gesagt. Ich habe ja vorhin behauptet, es wird einfach nur abgefilmt, aber es ist ein bisschen anders, das Konzept. Erzähl mal kurz in einem Satz. Ja, also ich nehme immer einen prominenten Gast mit. Vorzugsweise Leute, die nicht so campingbegeistert sind oder vielleicht sogar Campinghasser. Und dann fahre ich mit denen auf irgendeinen schönen Platz in Norddeutschland. Und dann verbringen wir einen Tag, eine Nacht und noch den nächsten Morgen miteinander. Und das ist immer total lustig. Also ich fahre mit meinem Auto, meinem Originalauto, schlafe auch in meinem Auto. Und der Gast kann sich dann immer aussuchen. Also wo, ob sie oder er jetzt im... bei dir im Auto oder... Nee, das geht nicht, das ist zu eng. Das ist einfach, das ist nur 1,40 breit. Das ist da kommt nur dein Mann rein. Ja, da kommt nur mein Mann rein. Also nee, die können entweder in einem angemieteten Wohnmobil schlafen, die wissen das vorher natürlich nicht, ne? Oder sie können im Zelt schlafen oder sie können auch ins Hotel, das hat natürlich noch nie einer gemacht. Also wenn sie jetzt nun ganz also so entsetzt und so erschöpft sein würden von dem Tag, hätten sie auch die Option, ins Hotel zu gehen. Und das hat dann so ein bisschen so eine Beiläufigkeit wie Alfredissimo früher. Also es wird ein bisschen gekämmt und vor allen Dingen gesabbelt, oder? Ja, es wird viel geredet, es wird auch gekämmt. Also wir bauen auf, ne, was immer dazugehört, so Markise raus, Tische raus, Tisch raus, Stühle, Hängematte aufhängen, alles, was so dazugehört. Und dann erkunden wir die Umgebung und unternehmen immer irgendwas. Wir machen eine Fahrradtour, wir fahren mit dem Schiff raus, wir paddeln. Mit Hinak Schönemann bin ich mit so einem Hausbootfloß gefahren. Über die Elde, also das sind Sachen, die habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht, über so eine Schleuse und so. Toll, was alles für Möglichkeiten gibt. Und dann, oder wir gehen auch mal in den Klettergarten, also lauter so semi-sportliche Sachen, die ich gerade noch hinkriege. Mit Jürgen von der Lippe waren wir ja letztes Jahr Stand-Up-Paddeln. Also da habe ich mir das einzige Mal beinahe vor Lachen in die Hose gemacht, weil Jürgen von der Lippe war noch nie auf so einem Stand-Up-Paddle und das war so lustig. Das Brett unter ihm weggerutscht und er mit so einem riesigen Platsch auf dem Bauch in dieses flache Wasser gefallen ist. Also es hat auch immer was von Comedy, diese Sendung. Und natürlich, aber das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Da sollten wir alle mal einschalten, nicht? Unbedingt. Also, es geht weiter jetzt am Freitag. Ich weiß nicht genau, wann läuft das, wann dieser Podcast zu hören ist. Naja, wir sind jetzt in dieser Woche irgendwo. Also am 13. Ist das 13. Moment mal eben. Naja, auf jeden Fall. Jared die Baba war auch ein großer Spaß mit Jared, muss ich sagen, weil wir haben, so viel darf ich vielleicht vorab verraten, wir haben den halben Campingplatz dazu gebracht, mit uns zusammen eine Tanzformation zu bilden und zu Jareds plattdeutschem Lied Dance Ob the Deal zu tanzen. Das war wirklich. Das war ein Highlight. Also ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass irgendein Künstler uns, also alle, die da mitgemacht haben, zwischen 3 und 86 einzuladen als Background-Tänzer. Bisher kam das kann ja noch kommen. Kann ja noch nicht. Lief ja noch nicht. Aber jetzt über diese kleine Radio-Kuschelsendung hier werden sich schon mal die Ersten melden. Bettina, wir sind leider schon am Ende. Ich könnte ja unendlich lange über deine aufregende Arbeit reden. Da ist ja noch das rote Sofa. Das machen wir dann einfach das nächste Mal. Sag mir mal ganz kurz unsere Rubrik Top 3. Und ich habe mir so überlegt, wer jetzt das ganze Jahr campt, der ist ja auch froh, wenn er mal zu Hause ist und ein bisschen kochen kann und einfach selber Sachen einkaufen kann. Also wo kaufst du denn so deine Lebensmittel ein? Sag mir mal Platz 3. Ja, ich kann ja mal ein bisschen Werbung für Harburg machen. Also für mich die beste Bäckerei überhaupt ist Bäckerei Janecke in Hamburg-Harburg. Familienbetrieb, hervorragendes Brot, Brötchen und köstlichen Kuchen. Also da stimmen mir auch immer alle zu, die in allen möglichen anderen Stadtteilen wohnen, wenn ich an meinem Geburtstag von Janecke den Kuchen mitbringe. Also ganz toll. Okay, dann Platz 2. Platz 2 würde ich...
würde ich den Biomarkt nehmen in Harburg. Also Harburg ist ja, glaube ich, der einzige Hamburger Stadtteil, wo jeden Tag Markt ist, jeden Tag. Und mittwochs nachmittags ist immer Biomarkt. Und da sind auch tolle Stände, gibt super Fleisch, sehr gutes Gemüse, Käse, alles Mögliche. Also kann ich auch wärmstens empfehlen. Der Hunger wird immer größer. Was ist denn Platz 1? Platz 1, ja, natürlich was zu trinken. Ne? Also mein Mann, ich trinke sehr gerne Wein. Und den bringen wir uns aber schon lange nicht mehr aus dem Urlaub mit. Das haben wir früher immer gemacht. Und dann war immer dieser klassische Effekt, dass der zu Hause total anders schmeckte als im Urlaub. Ja. Also das haben wir aufgehört. Deswegen geht es lieber gleich. Wo geht's hin? Ja, Rönnchen. Rönnchen ist ein Klassiker. Da bist du Patriotin, ne? Ja, da kriegt man immer guten Wein, gute Empfehlungen. Also kann man nichts mit falsch machen. Sehr schön. Dann sage ich guten Appetit und Prost und ahoi, liebe Bettina. Viel Vergnügen doch weiterhin bei deiner Sendung. Ein paar Folgen kommen ja noch und wünsche dir alles Gute. Sage ahoi. Ja. Vielen, vielen Dank und versuch das mal, Lars, mit dem Stand-Up-Paddle. Du kriegst das hin. Vielleicht muss ich solche Hemden wie Jürgen von der Lippe anziehen. Dann klappt es sogar noch besser. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich probiere es. Bis dann. Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.